Die letzten Reste der Front sind gerade vor meinem kleinen Studio in Form von Regen. Und dieses Geräusch des Regens würde ich so vielen so gerne wünschen, wo es mal über Tage Landregen gibt. Man muss nur dazu sagen, die Sommermonate sind keine klassischen Monate des Landregens, sondern eher die der Schauer und Gewitter. Siehe letztes Jahr auch die niederschlagsreichsten Monate in der Statistik, in diesem Jahr aber eben nicht. Grüße Sie und grüße euch. Es geht weiter mit dem mediterranen Flair und der Jochen aus der Pfalz genießt das, beziehungsweise seine Pflanzen und Palmen genießen das Ganze. Die Nicole war mit ihrem Hund unterwegs, auch in der Pfalz, und sagt, es ist alles trocken, trocken, trocken. Ebenso wie beim Herbert Bauer in Mittelfranken, es ist trocken, trocken, trocken mit dem klassischen Sonne-Wolken-Mix. Wir springen in den äußersten Norden Deutschlands nach Puttgarden mit dem Blick Richtung Dänemark vom Karsten. Hier ist es übrigens nicht ganz so trocken und auch ein bisschen kühler gewesen in den letzten Wochen als zum Beispiel in der Mitte und im Süden Deutschlands, wo es heute lokal große Gewitter gegeben hat mit sinnflutartigem Regen und auch Hagelschlag. Östlich von Göppingen sind einige Keller vollgelaufen. Der Max hat dann noch aus der Autofahrt heraus dieses Bild gemacht. Da sieht man so richtig schön die Fallstreifen von Regen und Hagel. Und vor ein paar Tagen gab es ja in Tirol ein schweres Unwetter mit über 100 Liter auf den Quadratmeter. Und da hatte der Jens noch dieses Bild eingefangen. Wir bleiben in den Alpen und gehen wieder zurück in die Sonne, hier zum Aletschgletscher, der natürlich auch in diesem Jahr stark leidet. Und wenn wir mal hier hochgehen, dann sehen wir den Rand, der noch vor einigen Jahrzehnten war. Das Eis geht runter, runter und runter. Günther hat uns dazu gestern etwas erklärt. Aber das Eis nimmt auf der Nordhemisphäre teilweise ein bisschen zu. Zum Beispiel ist das, was in Grönland an Eis und Schnee verschwindet. Das ist das langjährige Mittel und das ist dieses Jahr. Wir sind also, was den Verlust angeht, nicht ganz so stark dabei. Und noch plakativer gesehen sind wir momentan bei dieser Linie. Das ist das langjährige Mittel 81 bis 2010 und das war 2012. Das war ja das Jahr, das den niedrigsten Eisstand in der Nordhemisphäre hatte am Nordpol. Und so sieht es momentan aus. Da haben wir von Grönland über den Nordpol bis nach Russland eine geschlossene Eisschicht. Das war auch mal weg, aber es ist in diesem Jahr da. Und wenn wir uns das im Vergleich zu den letzten Jahren anschauen, dann sind wir in diesem Jahr ein bisschen besser dran. Das ist das übliche langjährige Mittel. Der Range von 72 bis 2021, da sind wir noch drunter, aber zum Beispiel 2012 ist hier unten. Da ist also mehr Eis. Während wir in Europa schwitzen und die Gletscher schmelzen, passiert am Nordpol momentan das Gegenteil. Zwar auf einem niedrigen Niveau, aber immerhin wollte ich euch mal mitteilen. Der gestrige Tag brachte Frühwerte von 8 Grad in Schleswig-Holstein und bis zu 21 Grad, das heißt eine Tropennacht im Südwesten. Die Tageswerte lagen bei 18 Grad auf Sylt und 33 Grad im Südwesten und auch in Regensburg. Und was die Vorhersage angeht, da habe ich jetzt mal hier so eine Linie reingemacht, das ist die Temperatur in 5,5 Kilometer Höhe, die minus 10 Grad Isotherme, die für Stabilität sorgt. Da werden keine großen Schauer- und Gewittertürme entstehen können, sondern eher so Quellwolken, die dann nicht wachsen wollen. Hier sind wir am Rande des Hochs und es kommt schon wieder Heißluft zu uns herangezogen im Vorfeld dieses Tiefs. Die schwappt dann am Donnerstag, Freitag über uns und am Samstag sieht die Wetterlage wie folgt aus. Zwischen den beiden Hochs kommt ein Schwall deutlich kühlere Luft herangezogen. Die Werte gehen von über 20 im Nordwesten auf unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe zurück. Die Luft ist dazu sehr trocken. Es wird dann frische Nächte geben und die letzten Reste der feuchtwarmen oder feuchtheißen Luft werden sich im Alpenraum halten in Form von Schauern und Gewittern. Und ganz interessant ist dann die Wetterlage in einer Woche am Dienstag. Stand derzeit, das was ich hier wieder reingetackert habe, sind wieder die minus 10 Grad in 5,5 Kilometer Höhe. Nach Norden zu ist es kühler, nach Süden zu auch ein bisschen kühler und ihr seht hier die Schattierungen. Das heißt, südlich dieser Linie und nördlich dieser Linie besteht ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Wir in Deutschland liegen genau dazwischen, in der sehr stabilen Zone, wo wieder kein Regen kommen wird. Das Ganze allerdings bei etwas niedrigeren Temperaturen als bisher bedeutet sehr trockene Luft, tiefblauer, klarer Himmel, unglaublich, richtig tintenblau
und nachts einigermaßen frisch, tagsüber sonnig und warm, in den Alpen heiß und leicht gewitterig. Letzte Schauer aus der Nacht halten sich im Südosten, die bleiben hier auch tagsüber. Es kann in den Alpen mal ein Gewitter geben, allerdings relativ schwach. Im Laufe des Tages ziehen von der Nordsee her Wolken auf Richtung Schleswig-Holstein, Hamburg und in den Norden Niedersachsens. Dazwischen ist es super sonnig, denkt an die Höhenwarmluft, die da ist. Der Wind auch relativ gezügelt, im Norden ist er sehr lebhaft. Die Höchstwerte 25 Grad maximal im Norden, so 20 bis 25, sonst 26 bis 32, im Südwesten bis zu 34 Grad. Das ist noch relativ kellerfrisch im Vergleich zum Mittwoch, der uns morgen wieder viel Sonnenschein bringt. Da ziehen so ein paar dünne hohe Wolkenfelder durch, in den Alpen ein paar Quellwolken. Der Wind ist schwach und die Temperaturen stark. 29 Grad sind es an der See, also 22 bis 29 Grad, 30 bis 36 Grad sonst, im Südwesten bis zu 38 Grad. Das reicht noch nicht. Dann kommt ja der Donnerstag, den hatten wir besprochen, mit einzelnen Schauern, die im Laufe des Tages im Nordwesten aufziehen und einzelnen Schauern und Gewittern aus den Alpen. Sonst gibt es viel Sonnenschein bei lebhaftem Wind im Nordwesten. Der frischt ordentlich auf und wird ruppig. Hier wird es auch ein bisschen kühler mit 23 bis 31 Grad. Müssen wir hier in Blau einzeichnen, weil das die mit Abstand kältesten Temperaturen sind. Sonst sind es 32 bis 40 Grad und angesichts dieser Luftmasse 24 Grad in 1500 Meter Höhe, den ganzen Tag Sonnenschein und der trockenen Vorgeschichte könnten am Oberrhein gerundet bis zu 41 Grad drin sein mit neuen Temperaturrekorden. Am Freitag zieht dann eine Front über Deutschland hinweg. Die wird sich vor allen Dingen am Nachmittag bemerkbar machen in der Mitte und in den Alpen. Sonst ist es noch sonnig. Der Wind nimmt immer stärker zu, dreht auf nordwestliche bis nördliche Richtungen, transportiert die kühlere Luft heran. Und das müssen wir uns dann noch so vorstellen. Die Feuchtigkeit, die da noch so ein bisschen vorhanden ist, wird gegen die Mittelgebirge und gegen die Alpen gequetscht. Die Temperaturen erreichen 18 Grad auf der See, 39 Grad im Südwesten. Und dann am Spätnachmittag, vor allen Dingen aber am Abend, wird diese ganze Feuchtigkeit gegen die Alpen gedrückt und es wird hier einige Schauer- und Gewitterzellen geben, die unwetterartig ausfallen können. Das sind so richtige Cluster, wo auch die Gefahr von schweren Sturmböen und sintflutartigen Regenfällen besteht. Nicht überall, aber doch relativ verbreitet in einigen Gebieten. Danach ist Schicht im Schacht. In den Alpen gibt es zwar immer wieder Schauer und Gewitter am Samstag, sonst kriegen wir mit sehr trockener Luft strahlenden Sonnenschein. Der Wind dreht auf Nord bis Nordost. Die Temperaturen zwischen 18 Grad im Regen und an der See und 29 Grad am Oberrhein. Immerhin nicht mehr 39 Grad. Am Sonntag ein ähnliches Spiel, Schauer und Gewitter in den Alpen. Sonst viel Sonnenschein, ein paar lockere Wolkenfelder rund um die Ostsee. Der Wind weiterhin im äußersten Norden aus westlichen, sonst aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Da haben wir dann übrigens wieder eine hohe Sonnenstichgefahr, weil wir die Kraft der Sonne nicht zu spüren. Denn so knülleheiß wird es gar nicht. Wir haben an der See 18 bis 22, unter den Wolken in Alpennähe 21, sonst 23 bis 30 Grad. Für die meisten sehr angenehm, aber eben wieder mit der Trockenheit. Schauen wir zu guter Letzt auf zwei Ensembles für die Mitte jeweils. Einmal vom amerikanischen GFS-Modell. Das muss ich dazu sagen, das ist das trockenste Modell. Und das ist das Modell, das schon wieder hier an einem neuen Hitzeberg arbeitet. Das ist der sogenannte Hauptlauf. Ansonsten rote Linie. Das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, unten die Niederschläge. Das sieht da sehr mau aus. Hier kommt der Hitzepeak, dann kommt der Absturz, langsam der Aufstieg, der Hauptlauf wieder weit oben, später dann runter. Da ist irgendwie nichts Kaltes in Sicht. Das europäische Modell bringt keinen neuen Hitzeberg mehr danach. Zwar wieder wärmer, aber alles relativ moderat. Der Hauptlauf würde hier sogar unten bleiben und es sind deutlich mehr Niederschläge im Gespräch. Das bedeutet, die Modelle des amerikanischen GFS-Modells und des europäischen ECMWF-Modells gehen jetzt dann getrennte Wege. Das europäische Modell ist nicht mehr ganz so heiß und ein bisschen wechselhafter.